Das ist Nelson. Er zeigt mir, wie Wäsche waschen geht. Ohne Waschmaschine. Anfangs hat mir dieses einfache Leben gefallen. Ich habe die Kinder mehrere Male besucht und einmal hatte ich eine Videokamera dabei und habe ihren Alltag gefilmt. Die Kinder tragen zerrissene Kleidung. Sie haben nicht viel zu essen. Aber sie sind nicht trauriger als die Kinder, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Ich begann mich zu fragen, was macht einen Menschen arm? Was macht ihn reich? Es gibt immer noch Leute, die hartnäckig an dem Diktum von Brecht festhalten, dass der Reichtum der einen mit der Armut der anderen zu tun hat. Und das ist halt eben etwas, was in der globalen Diskussion normalerweise immer sehr kurz kommt, weil es geht natürlich immer darum, die Armut zu bekämpfen, aber ohne dabei jetzt halt eben auf das Pendant zu schauen, auf den Reichtum. Was uns ja von den Opfern trennt, ist nur der Zufall der Geburt, der biologische Zufall der Geburt. Das Kind, das jetzt stirbt im Sudan oder in der Mongolei oder im Slum, in Kanisterstadt von Dhaka in Bangladesch, das könnte ihr Kind sein. Könnte ihr Vater sein, ihre Mutter, könnte sie selber sein, der Mensch, der da stirbt. Was uns von den Opfern trennt, ich sage es noch einmal, ist exklusiv ausschließlich der Zufall der Geburt. Auf nationaler Ebene, wenn etwas unmoralisch ist, dann werden viele Bürger unruhig und sagen, das kann man doch nicht machen, man kann doch nicht den Armen, die Armen so behandeln und so weiter. Auf internationaler Ebene lassen sich solche Einwände relativ leicht zurückweisen. Man sagt dann, ja, das ist also uns auch unangenehm, wir sind ja auch moralische Leute, wir wollen das ja eigentlich gar nicht machen, aber Sie müssen verstehen, die internationalen Beziehungen sind ein Dschungel und in diesem Dschungel konkurrieren wir mit Leuten, die eben nicht besonders moralisch sind. Das sagen dann die Amerikaner und verweisen auf das Beispiel der Chinesen, das sagen aber dann auch die Chinesen und verweisen auf die Amerikaner und so sagen dann alle Staaten, wir müssen also das tun, was für uns am besten ist. Wir haben sicher jetzt 3000 Jahre Erfahrung in Töten und Ausbeuten, aber wir haben auch 3000 Jahre Erfahrung in Kooperation. Und ich glaube, wenn es in Europa möglich war, Kooperation über Gewalt zu stellen, dann ist es weltweit möglich. Es kommt wirklich darauf an, was eine Mehrheit von Bürgern für eine Überzeugung in sich selber trägt, ob man eher für Kooperation oder eher für Gewalt ist. Und es ist interessant, dass die Gewaltfanatiker ist eine Minderheit. Es ist nicht 50% der Weltbevölkerung, 3,5 Milliarden sind für Gewalt. Das ist überhaupt nicht so. 5, 6 Milliarden sind auf jeden Fall für den Frieden. Nos vamos.